Hintergrund sehen Sie eine der wichtigsten Einrichtungen hier in Japan, natürlich Karaoke. Die Bars, in denen man singen kann, wobei man sagen muss, dass es in der Regel sogar Boxen sind. Das heißt, man sitzt dort zusammen mit Freunden, mit Geschäftskollegen, je nachdem, manchmal mit der Familie, sitzt dort in einem engen Raum zusammen, hat einen großen Bildschirm und singt. Das kennen Sie möglicherweise mindestens mal aus Filmen. Und das ist natürlich ein Klassiker, ohne den es hier gar nicht geht. Was hat Asien heute gemacht? Nicht wirklich was Berauschendes. Das heißt, das ist gelogen. Hongkong ist nach oben geschossen. Allerdings der Shanghai-Index, naja, nahezu null. Tokio nahezu null. Beide Indizes allerdings leicht im Positiven angefangen, haben nachher aber abgegeben. Also im Endeffekt war es eine Nullnummer, kann man mehr oder weniger sagen. Also wirklich kein deutlicher Impuls von ihr. Der Hongkong-Index allerdings, der hat ein bisschen was aufgeholt, was in den letzten Tagen noch nicht dort gewesen ist. Also da gab es dann noch zumindest ein bisschen mal einen Schub hier als Anschub vielleicht für den europäischen und auch den amerikanischen Markt. Insgesamt, heute sieht es ja nicht so schlecht aus, wenn man mal drüber guckt. Die Indizes alle durchaus positiv noch unterwegs. Was haben wir gesehen die letzten Tage? Der Dow, Wahnsinn, die Bewegung, die wir da gesehen haben und das in einem Guss. Und das ist sehr, sehr ermutigend. Aus welchem Grund? Wir sind ja tapfer nach unten gegangen nach der Brexit-Entscheidung. Der Kurs deutlich, deutlich nach unten geflitzt. Aber wir haben eine Unterbrechung da drin gehabt. Das heißt genau genommen zwei. Wenn Sie das auf kürzerer Zeitebene sich mal angucken, vielleicht im Stundenchart, vielleicht mal auf 15-Minuten-Basis, dann sehen Sie, dass wir zwei Bewegungen im Gegenzug hatten. Und das hat auf jeden Fall, ich muss hier noch mal ein bisschen lauter reden, hier wegen der Züge, Sie sehen es hier im Hintergrund, jetzt habe ich mich extra hier hingesetzt, weil ich Ihnen das mal präsentieren wollte, dass es so laut wird, das wusste ich dann auch nicht. Also, aber wir haben gesehen, auf der Abwärtsbewegung sind wir eher wackelig unterwegs gewesen. Das ist ein bisschen dezenter, als man das sich eigentlich erhofft als Bär. Umgekehrt ist der Markt aber nach oben wie an einem Guss. Schauen Sie sich's an, legen Sie ein Lineal daneben. Es ist Wahnsinn. Der Kurs ist nach oben geschossen, hat zwei Drittel der Bewegung schon wieder gut gemacht. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr spannend, was wir hier gesehen haben. Und es gibt eine gute Voraussetzung, dass der Markt auf einem weiter steigenden Ast unterwegs ist. Ich gehe davon aus, dass der Markt sogar noch weiterläuft, dass wir auch die 18.000er Marke wieder sehen und auch vielleicht noch eine Chance auf neue All-Time-Highs haben. Das ist noch kein Versprechen. Ich habe das angekündigt heute im Trade des Tages Update. Also schauen Sie sich's an, wenn Sie dazu eine Meinung haben wollen. Ich wünsche Ihnen für heute alles Gute. Wichtige Daten sind sicherlich nochmal 14:30 die Arbeitsmarktdaten. Da kann sicherlich noch mal ein bisschen was reinkommen. Ich glaube um 3:45, ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Gucken Sie selber nach, Sie finden das raus. Gibt es auch noch mal Zahlen aus Amerika. Auch die können noch ein bisschen für Bewegung sorgen. Schauen Sie sich's an. Ich drücke Ihnen für heute die Daumen. Alles Gute.